Und unser Fraktions- und Parteivorsitzender Friedrich Merz hat zu Recht darauf hingewiesen, die Geschichte, die kann man nicht einfach wegstreichen durch Namensänderung. Und das wollen wir auch nicht. Und wir wollen auch nicht, wenn Frau Roth dann die migrantische Erinnerung stärken will, dass es zu dieser unzulässigen Gleichsetzung kommt, dass die Geschichte der Heimatvertriebenen gesehen wird nur als Teil der Geschichte der Einwanderungsgesellschaft. Nein, die Heimatvertriebenen, sie waren nicht irgendwelche migrantischen Einwanderer, sie waren Deutsche, und das ist und bleibt die deutsche Geschichte, die wir nicht umdeuten werden, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es für uns wichtig, keine Umschreibung der deutschen Geschichte, sondern Geschichtsbewusstsein und auch Stolz auf das Erreichte. Und ich will damit schließen, mancher von Ihnen hat es vielleicht gelesen, anderen empfehle ich es auch zur persönlichen Motivation. Die Welt am Sonntag hat vor wenigen Wochen einen Aufmacher gemacht mit der schönen Überschrift 50 gute Gründe für Deutschland. 50 Gründe, stolz zu sein auf Deutschland. Und einer dieser Gründe war es eben auch, Zitat, dass wir Flucht und Vertreibung gestemmt haben, dass das Wirtschaftswunder auch den Ostflüchtlingen zu verdanken war. Und ich finde, darauf können wir stolz sein. Das gehört in den Erinnerungsbogen unseres deutschen Volkes. Den werden wir wachhalten für historische Bildung, gegen historische Umdeutung und für unser kulturelles Erbe. Das ist das Versprechen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlichen Dank, dass ich heute zu Ihnen sprechen durfte.